Herzlich willkommen zu unserem Webinar, eine Revolution für das ClickSense User Interface. Bevor ich gleich direkt in die Präsentation starte, möchte ich vielleicht zwei Worte darauf verwenden, weshalb wir auf das Thema gekommen sind und weshalb wir dachten, dass es für ein Webinar ein passendes Thema wäre. Denn aus unseren Kundenprojekten haben wir immer wieder die Frage bekommen: ClickSense als BI-Plattform ist ja perfekt, so die Daten. Der Datenmotor ist ziemlich stark, ich kann viele Daten auf einmal verarbeiten, was jedoch zu einer teils verringerten Akzeptanz bei den Usern führte, ist das Verhalten der Plattform, wenn man wenn man ClickSense öffnet über den Browser und dann quasi in diesen Hub-Strukturen gefangen ist, über den eigenen Arbeitsbereich, über die Streams, über die Applikationen, die darunter liegen, sodass wir das Rad eigentlich nicht neu erfunden haben, sondern eigentlich in früherer Zeit noch eine Webtechnologie benutzt haben, um sogenannte Web-Mashups zu entwickeln. Das war allerdings dem ClickSense-Gedanken unter dem Self-Service-Blickwinkel nicht gerecht, weil wenn ich dafür eine eigene Web-Entwicklungsabteilung beschäftigen muss, die das Ganze baut, ist das nicht unbedingt Self-Service-mäßig. Deswegen haben wir uns am Markt umgeschaut und sind dann auf unseren Partner Lizardis gestoßen, der mit seiner Software YoMesh das Ganze dann auch auf das Self-Service-Level hebt und das Ganze nach diversen Vergleichen dann auf eine Art und Weise, die uns am besten zugesagt hat. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dazu ein kleines Webinar mit unserem Partner Lizardis zu halten. Vielleicht aber vorher nochmal zwei Worte zu der Stimme, die Sie gerade hören. Dann haben Sie auch ein Gesicht dazu. Mein Name ist Kevin Hesshaus. Ich bin Pre-Sales Consultant im Inform Data Lab. Bin eigentlich einer der wenigen, die keinen IT-Background bei uns im Hause haben, sondern habe 8 Jahre bei einer deutschen Ratingagentur gearbeitet, also im Finanzdienstleistungssektor, und war dort für Datenanalysen zuständig. Und wenn wir für den Wirtschaftsraum Deutschland von 2 Millionen wirtschaftsaktiven Unternehmen sprechen, kann vielleicht der eine oder andere nachvollziehen, dass das damals mit unserem BI-Tool, in Anführungszeichen Excel, dann schon dazu geführt hat, dass ich immer diverse Excel-Tabellen mit Unterbereichen von Deutschlands Wirtschaftsregionen dementsprechend befüllen musste, um das Ganze auszuwerten. Das hat mich dann dazu gebracht, nachdem ich dann sehr beschränkt war auf Regioneneinteilung über Branchen, über Größenklassen von Unternehmen herauszufinden, okay, wie verteilen sich Eigenkapitalquoten im Konsumenten-Einzelhandelsbereich in Westdeutschland, war ich halt sehr eingeschränkt, sodass ich mich da ein bisschen weiter reingefuchst habe und dann vor 3 Jahren zum Inform Data Lab gekommen bin, dann heute sagen zu können, wenn wir heute 180 Petabyte auswerten bei einem Unternehmen, was autonome Fahrdaten im Millisekundentakt mit mehreren tausend Sensoren aufzeichnet, dass wir dann auf jeden Fall schon einen weiten Weg gekommen sind. 180 Petabyte, das sind 1000 Gigabyte sind 1 Terabyte und 1000 Terabyte sind 1 Petabyte und 180 davon, da kann man sich ein bisschen vorstellen, was das eigentlich für eine Datenmenge ist, die wir heute auch mit ClickSense prozessieren und im Endeffekt auch analysierbar machen können. Die Inform selbst ist eigentlich kein ClickSense BI-Beratungshaus, kein originäres, sondern wir sind ein Softwarehaus, was sich auf algorithmusgestützte Prozessoptimierung dementsprechend konzentriert. Was heißt Prozess? Hört sich immer so fancy an. Algorithmusgestützte Prozessoptimierung nennt sich auch Operations Research. Heißt, wenn wir beispielsweise einen Maschinenpark haben von 5 Maschinen und am Tag 10.000 Aufträge bearbeiten müssen und zugesagt haben, berechnet mir der Algorithmus, wann muss ich auf welcher Maschine, mit welcher Bestückung, mit welcher Fräskante, welche Materialien bearbeiten, um dementsprechend optimiert meine Aufträge abarbeiten zu können. Dieses Thema Operations Research, also Prozessoptimierung, machen wir über 8 verschiedene Branchen hinweg. Aber irgendwann hat sich dann halt mal die Frage gestellt: Okay, die ganze Live-Optimierung, die ihr täglich so berechnet in eurer Software, was habe ich denn eigentlich in den letzten Jahren davon gehabt? Also, wie hat sich eigentlich
Prozessqualität weiterentwickelt. Und dann kamen wir halt vom Data Lab das erste Mal ins Spiel, dass wir die Herausforderung hatten, große Datenmengen erstmal per Datenscheiben hintereinander zu schreiben, um uns selber eine Historie aufzubauen. Da kam halt der extrem starke Datenmotor von ClickView damals noch ins Spiel. Heute haben wir mehr als 10 Jahre Click-Erfahrung, damals noch ClickView, heute ClickSense. Und machen das dementsprechend für alle Geschäftsbereiche und wenden da unsere Data Analytics an. Wir kommen eigentlich aus Aachen, dort wurden wir gegründet, haben wir mittlerweile, und das sieht man auf der Weltkarte ganz gut, mehrere Standorte, unter anderem in Atlanta, USA und Sydney in Australien, um dort dementsprechend unsere Kunden bedienen zu können. Wir haben heute weit mehr als 1000 Kunden und auch über 1000 Mitarbeiter, die das Ganze täglich für uns verfolgen. Über diese 10 Jahre ClickView oder ClickSense-Erfahrung sind wir dann in den letzten 2 Jahren dazu gekommen, auch wirtschaftlicher Partner der ClickTech zu werden im Bereich Click, sodass wir zum EMEA-Partner, also dem europaweit erfolgreichsten Partner 2018 und 2019 gekürt werden und darüber hinaus auch für die Dachregion, also Partner of the Year 2018 und 2019. Wir machen das Webinar heute zusammen mit unserem Partner Visardis. Deswegen würde ich jetzt die Worte an Markus Locher weitergeben, der sich gerne mal selber vorstellen kann, um danach direkt in die Live-Demo zu springen. Markus, du darfst. Jawohl, sehr gerne. Ich stehe jetzt also zwischen der Live-Demo und dir. Das ist natürlich schwieriges Los. Aber ja, herzlichen Dank. Ich freue mich total, dass dieses Webinar stattfindet, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Markus Locher, mein Name, Senior Manager bei der Lizardis. Bin schon seit ewigen Zeiten gefühlt mit Click unterwegs in verschiedensten Rollen. Wir von der Lizardis sitzen in Lüneburg und in Hannover, haben noch Kollegen deutschlandweit verteilt. Ich selber sitze zum Beispiel gerade im Moment im Homeoffice in Darmstadt. Links sehen Sie auch noch so ein paar unserer ja, doch recht bekannten Kunden. Wir bieten insbesondere Beratungsleistungen rund um Business Intelligence an. Sind dort auf Click spezialisiert, allerdings nicht beschränkt. Unsere Kunden bewegen sich hauptsächlich im Mittelstand, im Enterprise-Segment sehr stark in der Pharmaindustrie, wo wir dann eben über agile Projektmethodiken arbeiten. Und über diese Projekte ist dann letztendlich auch unser Mesh-Up-Tool, unser YoMesh entstanden. Ja. Kannst du gerade mal einen Slide Ja, weitergehen? Ich verspreche Ihnen sicherlich. das letzte Slide vor der Demo. Bitte gerade noch mal eins weiterklicken. Hauen wir direkt die Funktionen von YoMesh auch raus, die ich noch mal so ein bisschen betonen möchte. Links sehen Sie noch mal ein paar Hauptkunden, die in den letzten 12 Monaten dazugekommen sind. Auch hier ein paar sehr spannende Kunden, wie Sie sehen können. Für uns war im Projekt bei einem sehr, sehr großen Pharmakunden eben genau die Herausforderung, wie auch schon von Kevin geschildert, dass der Kunde von ClickView zu ClickSense wechseln wollte, ClickSense sehr geil fand, allerdings die Normal-User, also der letztendliche End-User, ja, von der User-Akzeptanz nicht mehr sehr zufrieden waren. Die fiel nach unten und dann würden wir eben von dem Kunden gebeten, gibt es da nicht eine Möglichkeit? Und wir haben uns dann eben entschlossen, nicht einfach nur für den Kunden eine Individuallösung zu entwickeln, sondern einfach ein Produkt draus zu machen. Und daraus ist eben YoMesh entstanden. Ist jetzt auch schon 3 Jahre alt. Wir sind jetzt gerade in der Version 3.1. Insofern ist es ein durchaus schon gewachsenes und auch getestetes Produkt, eine getestete Lösung, die Kevin jetzt hier zeigen wird, wo ich mich auch sehr drauf freue. Wunderbar, dann sind wir soweit durch. Jetzt haben wir schon 10 Minuten dafür verbraucht, um darüber zu sprechen, was wir eigentlich zeigen wollen. Dann starten wir doch einfach mal. Zum Hintergrund, ich sitze gerade in Meerbusch und arbeite aufgrund der Corona-Situation von zu Hause aus und rufe jetzt oder versuche jetzt erstmal ClickSense aufzurufen. Der Server steht in Aachen. Das haben wir gerade gesehen. Da sitzt die Info. Heißt, ich wähle mich mal mit meinen Zugangsdaten an, die hat er schon gespeichert und dann habe ich im Prinzip das erste Mal den Blick auf ClickSense.
ClickSense muss ich jetzt, glaube ich, nicht groß erklären. ClickSense weiß, wer ich bin. Ich habe mich ja gerade identifiziert in der Anmeldung. Ich habe hier meinen persönlichen Arbeitsbereich. Da kann ich meine eigenen Apps entwickeln. Da kann ich meine Daten in Applikationen einbinden über Datenverbindungen. Und kann dann, wenn ich das dann irgendwann als final befinde, dann veröffentlichen und in diesen Streams meinen Kollegen dann dementsprechend zur Verfügung stellen. Um das ein bisschen besser zu zeigen, also das ist noch ein sehr überschaubares Beispiel von dem, wie das Hub aussehen kann. Ja, es gibt Kunden, die haben ja weit über 20, 30 Streams auf der linken Seite und bis die mal die tatsächlich täglich relevanten Informationen zusammengesucht haben, da vergeht schon mal eine halbe Stunde. Mal ganz zu schweigen von dem eigenen Arbeitsbereich, der je nachdem, wie aktiv man in der Entwicklung von ClickSense dann mitwirkt, dementsprechend sehr unüberschaubar werden kann. Wir nehmen aber mal, um das Beispiel heute nicht allzu groß zu halten, diese drei Yomei-Streams, die ich angelegt habe. Ja? Also innerhalb des Streams, Sie müssen es so vorstellen, das C-Level möchte jetzt Auftragseingänge, Bestände zu Materialien und die Umsätze pro Materialien und pro Business Unit dementsprechend täglich konsumieren, die Informationen. Ja? Das heißt, im ersten Schritt klicke ich auf den Stream, im zweiten gehe ich auf die Applikation und danach muss ich noch einen dritten Klick machen, um tatsächlich auf die Arbeitsblätter zu kommen. Ja, weil das ist die Ansicht über die Arbeitsblätter. So, da bin ich jetzt im Prinzip nach 5 Klicks inklusive Anmeldung an dem Punkt, wo ich das erste Mal tatsächlich meine KPIs konsumieren kann. Ja, ich sehe jetzt hier in dieser AE, in dieser Auftragseingangs-App, oben meine Haupt-KPIs, das ist der Auftragseingang dieses Jahr. Versus dem Auftragseingang letztes Jahr und das Ganze dann auch nochmal in der Entwicklung. Das Ganze ist interaktiv, das heißt, wenn ich mir mal hier Q3 nur selektiere, ist halt dementsprechend alles interaktiv und arbeitet mit den Klicks zusammen. Ja, ich kann mit jedem Objekt interagieren, ob ich jetzt hier auf Store South klicke und dann dementsprechend im Hintergrund eine Selektion abschieße auf meine Datengrundlage, das sollte, glaube ich, jedem soweit bekannt sein. Nichtsdestotrotz, aus C-Level-Brille, ja, wenn ich will jetzt meinen Auftragseingang dieses Jahr sehen, direkt daneben meinen Bestand für die aktuellen Materialien, dann öffne ich diese Bestands-App, gehe hier auf mein Bestands-Dashboard und sehe dann hier meine Bestandsabweichung ist versus Plan, meine Unterschreitung des eisernen Bestands auf meinen ersten Blick. Und dasselbe mache ich jetzt nochmal für den Umsatz, um dann dementsprechend Umsatz, Bestand und AE direkt nebeneinander zu haben. Ja, das würde jetzt das Management aus der Brille selber machen, täglich, um sich hier die Informationen rauszusuchen. Eine zusätzliche Hürde, die dann immer noch zu nehmen ist, okay, wenn es jetzt beispielsweise Marketing, wie ein CI-Manual gibt, ein Corporate Identity, eindeutige Farbgebung etc., ist man ja hier sehr limitiert in ClickSense, was die Darstellungsweise angeht. Ja, weil ich habe immer hier oben diese weiße Zeile mit Vorbereiten, Analysieren, Erzählen, mit den einzelnen Unterpunkten. Darunter habe ich meine graue Selektionsbar und ich muss schon sehr tief in die Programmierung einsteigen, um hier tatsächlich direkte Anpassungen machen zu können. Man kann ja mit Hilfsmitteln Themes generieren, auch im Internet, sagen wir mal, so Metis Toolkit beispielsweise genannt, wo man sich diese Themes im Hintergrund hinterlegen kann. Aber trotzdem ist man beispielsweise immer noch stark an das Grün-Weiß-Grau-Prinzip gebunden. Ja? Das heißt, wenn ich so eine Selektion hier mache und um jetzt hier Q4 zu selektieren, ist das hier grün, habe ich aktuell selektiert, grau habe ich nicht selektiert und weiß ist dementsprechend mit meiner aktuellen Selektion assoziiert. Das Grün-Weiß-Grau-Prinzip, da stößt man dann spätestens an seine Grenzen, wenn man das auch anpassen will, weil warum bin ich an die Farbpalette von ClickSense gebunden, wenn ich halt meine eigenen Farbpaletten habe? Als Beispiel dafür will ich mal das Inform Data Lab nehmen. Ja, wenn ich mal auf unsere Internetseite gehe, da sieht das ungefähr so aus. Also wir haben dunkles Türkis in Kombination mit diesem Dunkelgelb, was aber im Kontrast sehr stark wirkt. Wir haben das Weiß als Schriftfarbe auf diesem dunkeltürkisen Hintergrund. Wenn ich da drüber Mouse-Over mache, sieht man schon diese türkise Hinterlegung. Und das sind im Prinzip so die Farbe und das Feeling, mit dem wir vom Data Lab unsere Informationen, unser Feeling transportieren wollen. Was wir jetzt, und das war im Prinzip auch genau der Ansatz, um zu sagen, okay, ich will mich von den Hub-Strukturen lösen, ich will da irgendwie was Innovativeres machen, das soll so ein bisschen fresher aussehen, ich will direkt mein Unternehmen identifizieren, allein schon über die Farbgebung. Und wenn ich jetzt mal so ein Mashup öffne,
dann sieht man, glaube ich, schon auf den ersten Blick, wie das aussehen kann. Also hier sieht man schon nur auf dem Dashboard, auf dem Dashboard-Slide hier, unseren Umsatz in der Entwicklung, unseren Auftragseingang in der Entwicklung und unseren Bestand in der Entwicklung. Und das direkt auf einem Sheet, direkt zum Informationskonsum direkt vorne an geschaltet. Die Objekte, die wir hier sehen, die speisen sich im Prinzip direkt aus den Apps, die wir gerade dreimal nebeneinander geöffnet haben. Und wir holen uns die Informationen direkt hier rein. Das heißt, wenn ich jetzt einzelne Monate hier selektieren will, ja, dann selektiere ich mir hier Q3 und dann selektiert ihr mir direkt im Prinzip im Hintergrund über die einzelnen Datenmodelle unserer Apps die jeweiligen Informationen. Ja, das heißt, ich kann mich genauso intuitiv über meine Charts, über meine dynamischen Regeln hinter den Charts durch meine Daten bewegen. Aber ich habe direkt alles auf einen Blick und das fühlt sich nativ an. Also wenn wir uns mal allein schon die Farbpalette ansehen, die ist halt schon sehr nah an unserem Data Lab-Verhalten. Wir arbeiten mit dem Dunkeltürkis, wir arbeiten mit dem Dunkelgelb, wir arbeiten mit den Selektionsfarben Weiß, Helltürkis, Dunkeltürkis. Und das fühlt sich schon sehr stark an wie unsere Internetseite. Ja? Wenn man die mal einmal nebeneinander liegt, hat man da schon allein dieses doch deutlichere Identifikationsgefühl, als wie man es im Standard ClickSense Hub hat. Ja? Das zieht sich hier im Prinzip durch, ob ich mir jetzt hier auf dem Dashboard meine KPIs angucken will für mein Q3, und jetzt nehme ich mal die Selektion hier raus, weil hier oben sieht man auch dann rechts die aktuellen Selektionen, ob ich mich durch einzelne Business Units bewege. Ja, ich kann mir jetzt die einzelnen Stores auswählen und sehe jetzt pro Store direkt meine KPIs auf einen Blick und wir sehen, alles reagiert auf meine Selektion. Ja, im Hintergrund sind diese drei Applikationen in ClickSense miteinander verbunden und ich kann mich hier direkt über Stores, über direkte Produkte durch meine Daten bewegen und das halt mit demselben Feeling, was ClickSense im Standard schon mitliefert, nur halt quasi unabhängig von den bekannten Strukturen. Ich habe diverse Sheets, die ich ansteuern kann. Ja, ich habe vorne das Dashboard, da habe ich die höchste Flugebene. Wir haben auch so ein bisschen das DAR-Prinzip hier berücksichtigt. Wir fangen mit Dashboards an, gehen über Analyse in Details. Dann haben wir hier ein Analyse-Sheet. Wenn ich mal unser aktuelles Material mal wegnehme, dann sieht man, okay, wie stellen sich meine Daten zusammen. Auch hier behalten wir die Selektion über die Reiter hinweg im Bestand. Das heißt, ich kann jetzt die einzelnen Stores wieder wegnehmen. Habe auch hier alles interaktiv, ja, und kann mich hier dann dementsprechend weiter durch meine Daten bewegen, wie man es bisher auch von ClickSense kennt, nur halt unabhängig von Streams, unabhängig von Applikationen, und halt in seinem eigenen Look and Feel. Ja, dann gehe ich auf die Bestände, dann sehe ich zu diesen Produkten in diesem Store in Q4 meine aktuellen Bestände, die ich zu den einzelnen Materialien habe und habe dementsprechend alles auf einen Blick. Ja, das geht dann noch einen Schritt weiter, dass ich hier die Details habe, Umsatzdetails, AE-Details, Bestanddetails, um hier halt dementsprechend auch auf die unterste Ebene meiner Daten dann dementsprechend zu gelangen. Das macht erstmal Yomesh. Es verbindet Informationen aus meinem Hub mit meinem CI zentral. Und was ganz wichtig ist, auch mit dem jeweiligen Security-Konzept, was dahinter steht. Ja, weil nur weil ich jetzt als Kevin, ich darf jetzt die ganzen Streams und Daten sehen, das Ganze dann natürlich auch meinem Kollegen zur Verfügung stellen will. Ja, und dann gehe ich jetzt mal mit einem alternativen Blick auf die Daten, nämlich wenn ich das einmal zeige, wie das jetzt für den Demo-Server, für den Demo-User beispielsweise aussieht. Na, lass mich das hier so selektieren. Zeige ich einmal kurz, wie da der Hub aussieht. Weil beispielsweise darf jetzt dieser Demo-User hier nur den einen Stream sehen, also nur den Auftragseingangsstream. Ja, und jetzt gucken wir uns mal an, wie dann das Mashup aussieht. Ja, Lesezeichen. Das Mashup, bitte. So. Jetzt habe ich, glaube ich, die URL ein bisschen verschoben. Ich kopiere mir das nochmal von hier. So, da sind wir. Der kennt nämlich jetzt die Session
aus ClickSense, ja, er weiß jetzt, ich bin mit dem Demos User hier eingeloggt und er sieht nur die Auftragseingangsdaten, ja, er sieht nur die einzelnen KPIs aus meiner Auftragseingangs-App. Und was halt hier auch ganz schön gelöst ist, alle Ebenen, die jetzt hier beispielsweise mit dem anderen User erstellt wurden, ja, er sieht die Umsätze, er sieht die Bestände, die Reiter, die werden jetzt einfach nicht angezeigt. Das heißt, für ihn fühlt es sich trotzdem immer noch nativ an. Er kriegt zwar hier die Meldung, okay, diese Objekte hier darfst du nicht sehen, aber darüber kann er auch wieder in den Dialog treten und sagen, okay, warum darf ich die nicht sehen? Schalt mir doch mal den Umsatz frei beispielsweise. Ja, oder was auch immer, wenn natürlich ein Data Security Konzept dahinter steht, dass er das nicht sehen darf. Dann ist das hiermit natürlich auch abgedeckelt, ja, weil er holt sich im Prinzip als Datenquelle die Daten aus ClickSense und verbaut die hier zusammen. So, erstmal das Grundkonzept. Jetzt wird sich wahrscheinlich der eine oder andere die Frage stellen, okay, ClickSense, Self-Service, das funktioniert da ganz gut. Wie sieht das denn mit YoMesh aus, wenn ich mir da was selbst bauen will? Und da gibt es diese kleine Software hier unten, was man sieht, also die läuft lokal bei mir auf dem Laptop. Die Daten liegen auf dem Server in Aachen. Und dann melde ich mich im Prinzip über diese kleine YoMesh-Software hier an unserem Server an. Ja, das ist jetzt genau auch wieder dieser Server, der in Aachen steht. Gib da meine Zugangsdaten an. Und YoMesh fragt jetzt direkt die Mesh-Ups des Servers an. Ja, dieses YoMesh-Sense ist eins zu eins. Das, was wir hier sehen, YoMesh Sense, ist eins zu eins das Mesher. Und wenn ich das anklicke, sehe ich, wie man das Ganze selber bauen kann. Also das Layout ist stark an ClickSense Standard orientiert. Das heißt, ich habe links meinen Content, den ich hinzufügen will, ja, meine Datenquellen, sei es jetzt meine Tabellen. In ClickSense ist im Prinzip das, sind die Apps und Streams hier für YoMesh. In der Mitte sehe ich die Vorschau meines Arbeitsblattes. Und rechts sehe ich die Eigenschaften des aktuellen Objektes, was ich überarbeite. Das heißt, wenn ich mal hier auf neue Seite, hier auf Plus klicke und hier eine neue Seite aufmache, kann ich hier eine Zeile hinzufügen. Und hier möchte ich was Neues bauen. Und da kann ich hier links meinen Stream auswählen, den ich sehen darf, beispielsweise meinen Bestand. Wähle dann meine App aus dem Stream aus und dann mein Sheet, aus dem ich Werte hinzufügen will. Und nimm dann einfach per Drag and Drop die Objekte und baue mir hier meine Oberfläche, wie ich lustig bin. Das Ganze ist auch an einem Raster ausgerichtet, wie man es auch schon von ClickSense kennt. Und jetzt kann ich hier anfangen, Stream und App unabhängig meine Items hinzuzufügen. Ja, die beiden nehme ich hier jetzt aus dem Bestand und dann switche ich auf meinen Umsatz und nehme jetzt da beispielsweise vom Dashboard hier unten meine Übersicht. Und dann habe ich mir so innerhalb von ein paar Sekunden mein Dashboard angepasst. Gehe jetzt wieder auf mein Dashboard, drücke einfach nur F5 und sehe jetzt, dass unten meine neue Seite, ich mir jetzt die beiden Items aus dem Bestand geholt habe und hier unten sehen wir meine Umsatzübersicht. Ja, auch hier ist der Self-Service-Gedanke und das ist das, was ich anfangs sagte, was uns halt auch dazu geführt hat, das Ganze in unseren Projekten einzuführen, dann dementsprechend dazu bewegt hat, das Ganze als Mesh-Up-Technologie zu verwenden. Ja, ich kann hier die Größe auch nochmal anpassen, sage dann nochmal Save, weil das war mir jetzt hier gerade zu klein. Jetzt drücke ich F5 und dann sehen wir, dass es sich auch schön an meine Seite anpasst. Und so kann ich im Prinzip pixelgenau meine eigenen Visualisierungen umsetzen. Fassen wir noch kurz zusammen. Was haben wir? Wir haben eine zentrale Plattform für alle Objekte, alle Streams. Wir haben dementsprechend alle KPIs aus dem ClickSense BI-Stärke, aus diesem Datenmotor, haben wir auf einen Blick, unabhängig von den Streams und Strukturen des Hubs und der ClickSense-Eigenschaften, ja, die das halt ClickSense nativ machen. Wenn ich hier reingehe, sieht das hier aus wie ClickSense. Und wenn ich hier reingehe, sieht das aus wie mein eigenes Ding, was ich gebaut habe, ja, vom Data Lab. Wir haben die vollkommen erhaltene Datensicherheit. Wir haben die CI-Konformalität durch deutlich bessere Styling-Möglichkeiten in der Oberfläche. Und was noch dazu kommt, wir können alle bekannten Extensions auch wiederverwenden. Ja? Wenn der ein oder andere Teilnehmer dabei ist, der mal mit WriteEdit und WritePlan seine Planung bzw. seine Kommentare direkt in ClickSense schreibt, ist das alles eins zu eins hier verwendbar.
Wenn Sie jetzt sagen, das ist für Sie interessant, möchte ich noch mal kurz auf unsere aktuelle Aktion eingehen. Denn wir bieten aktuell als Aktion BI Revolution an, ein Jahr YoMesh für 10 User, plus 3 Tage Implementierung als Consulting-Leistung, plus das Enablement, dass wir Ihnen beibringen, wie die Software funktioniert, für 5.000 € an. Und sollten Sie es für 50 User haben wollen, für 8.000 €. Das ist aktuell unsere Aktion, die wir vom Data Lab haben. Vielleicht da nochmal kurz, dass du nochmal 2 Worte zu der Lizenzierung sagen kannst, Markus. Vielleicht kannst du da nochmal kurz, um mal die erste, um die Fragerunde mal einzuläuten von meiner Seite. Wie funktioniert das genau mit der Lizenzierung? Ja, klar. Also lizenziert wird standardmäßig nach Anzahl Usern in einem Subscription-Modell. Das hast du ja hier mit eurer Aktion auch schon aufgeführt, ne? Also 10 User. Wie gesagt, genutzt oder gezählt wird der User, der nachher auf die YoMesh-Dashboards zugreift. Und sollte ein Kunde eine Core-Lizenzierung haben, was ja hin und wieder auch vorkommen kann, lässt sich sowas auch machen. Ist dann halt nicht im Standardumfang enthalten, sondern müssen wir dann separat regeln. Geht aber natürlich auch, ist kein Problem. Okay, cool. Ich schiebe mal kurz auf die Moderatoren im Hintergrund. Haben wir Fragen aktuell? Kamen Fragen von den Teilnehmern rein? Da kriege ich aktuell keine Rückmeldung. Ich gucke mal in die Fragen direkt. Da haben wir keine Fragen. Ich Dann mal denke, zwei. wichtig, sorry, Kevin. Ja, alles gut. Erzähl. Wichtig vielleicht noch, sollten Sie YoMesh testen können, wollen, ist es natürlich auch möglich, da auch einfach auf Kevin beziehungsweise auf Inform zugehen. Und da gibt es dann auf jeden Fall auch Möglichkeiten. Genau, das wollte ich dann auf der letzten Folie nochmal kurz ansprechen. Das natürlich, also was ich am Anfang schon mal gesagt habe, im Nachgang an das Webinar gibt es nochmal alle Infos, auch mit dem Flyer zu der Aktion per Mail. Da stehen auch nochmal alle Vorteile drauf. Darüber hinaus, wenn Sie ein bisschen mehr Input haben wollen, okay, zu Use Cases, okay, was gibt es da tatsächlich? Was habt ihr aus euren Projekten bisher mitgenommen? Habe ich einen Blogpost dazu geschrieben? Vielleicht einfach mal auf unsere Data Lab-Seite info-datalab.de gehen und da einfach mal nach Revolution oder Revolution suchen. Dann kriegen Sie dann ein bisschen mehr Input zu dem Background aus den Projekten, welche Antworten vielleicht dazu führen können. Und darüber hinaus würden wir uns natürlich dann auch in Markus' Namen über die Kontaktaufnahme freuen. Also zögern Sie nicht und sprechen uns gerne an. Und da gehen wir das Thema Revolution zusammen an. Genau, Dementsprechend perfekt. immer noch keine Fragen. Deswegen bedanken wir uns für die Teilnahme. Genau. Ganz herzlichen Dank und noch eine schöne Restwoche auf jeden Fall. Eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.